Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. Wir haben das Schloss der Anise ziemlich gut ausgeplündert. Wir haben hier die Golems beim letzten Mal geschlachtet und richtig geile Items bekommen. Wir haben auch den Flegel der Zeitalter endlich zusammengesetzt. Ein mächtiges Artefakt, ein super mächtiges Artefakt. Und jetzt gehen wir hier runter und erwarten eventuell den finalen Boss. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay. Ich habe hier schon was gehört. Gute Idee, das mir zu übertragen. Irgendwas. Wir sind jetzt scheinbar im Keller. Das Gebiet ist nicht sehr riesig. Es gibt hier Fallen. Das ist gut. Fallen sind Erfahrungspunkte. Apropos Erfahrungspunkte, sie hat ja auch ein Level beim letzten Mal bekommen. Oh, 66.000. Sie kriegt genauso wie fast alle hier 60.000. Auch erst später wieder ein Level. So. Fall entfernen. Schloss knacken. Eine magische Kette. Nice. Sonst ist hier nichts. Ah, jetzt erinnere ich mich, warum ich aus Faulheit auch den Hauptcharakter zum Dieb gemacht habe. Weil der Dieb sammelt ja meistens auch die ganzen Gegenstände und dementsprechend ist es einfacher, wenn er sich alles picken kann. So. Alles klar. Säurepfeile. Schildamulett. Rüstungsklasse 4. Oh. Immunität gegen magisches Geschoss ist gut. Schild. Wie Schild? Ach, Schild wirkt auf einem. Hey, das ist ein gutes. Nee, Edwins Amulett ist OP. Das können wir nicht tauschen. Das tut mir leid. Da gibt's keine Debatten. Aber sowas wie Schild. Warte mal, du bist geschützt vor Geschossen. Du aber nicht. Was hast du? Rettungswürfe gegen Tod. Ja, dann nehme ich das, oder? Dann bin ich auch leichter erkennbar, oder? Schild wirkt dann dauernd auf mich drauf. Was bedeutet denn die 42? Ach so. Ah, ich kann... Ach Mist. Ich kann Schild anwenden. Ja, gut. Besser als nichts, sagen wir es so. Jetzt nicht der Hammer, aber... ist halt ein weiterer Zauber im Petto. Komm, der Rede wert. Gut, kurz mal speichern. Ja, ich habe schon wieder irgendwelche Wesen gehört. Ein Spektraltroll. Ich kann eure Blicke spüren. Machen wir's kurz und schmerzhaft. So, mit dem Label zusammen sollten wir ordentlich aufräumen. Die Fokus sind gerade mich. Wir haben den Schwächsten nicht rausgepickt. Ich hoffe, das bringt was. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. So. Keine Gnade denen, die gegen uns sind. Jawohl. Troll erleidet. Ich kümmere mich drum. Die Trolle leiden. Die leiden ordentlich. Schön. Hier erstmal. Warte mal. Achso, das sind Weinschränke, oder? Ich dachte mir, ist das hier eine eiserne Jungfrau? Könnte auch eine eiserne Jungfrau sein. Wobei, das sind wirklich eiserne. Ach du Schande, was haben ehrlich gesagt die Adligen hier unten getrieben? Oh, wie weit kann ich denn rauszoomen? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Geile Sache. Gut, in den eisernen Jungfrauen ist nichts zu finden. Außer ein bisschen Gold. Jemand hat was soll ich tun? Liegen lassen. So, langsam müssen wir doch auch den Ort haben, wo wir... Was ist das? Erdkoloss. Fleißige Handarbeit. Fleißig gewartet. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Moment. Konnten wir nicht die Erdkolosse mit einem Trick... Wartet. Der Eintopf. Es
ist die Lieblingsnahrung von Erdkolossen. Ich würde nicht gerne... Nicht du. Die Frage ist... Ich dachte, ich kann die irgendwie ablenken. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Erdkolosse können nämlich... Eine bösartige Fähigkeit. Die können, glaube ich, wenn ich es richtig mich erinnere, können die verwirren oder sowas. Ja, irgendwie sowas eben. Gut, dann kämpfen wir mit denen. Ich habe schon wegen weniger getötet. Rein mit euch. Ja, das klingt Bait. Okay. Deine Zeit ist abgelaufen. Genau, habt ihr gesehen? Okay, wir müssen battlen. Ich dachte... Oh, shit. Ich werde eurer Stärke folgen. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Nein, nicht sterben. Okay, dann haben wir die halt so besiegt. Aber ich dachte, es gibt irgendwie einen Trick. Ich hoffe, das bringt was. Dann haben wir es halt ohne das Fleisch gemacht. Moment, ich glaube, war es nicht einfach so auf den Boden hier legen und dann kommen die da raus, kümmern sich ums Essen und so? Oh, shit! Eure wertlosen Leben enden hier! Mach sie weg! Also, unbrauchbar? Achso, du hast bloß deine Pfeile verschossen. Du hast einen Slot deiner Pfeile verschossen. Das macht ja nichts. Das ist schon richtig. Du sollst erst die Normalpfeile. Dann kannst du gerne die plus 1er Pfeile schießen. So, können wir vielleicht doch schlafen? Jetzt? Geht doch. Ich kümmere mich drum. Okay, wir haben uns mit Erdkolossen geprügelt und haben es überlebt. Ich muss zugeben, ich bin absolut positiv überrascht. Das hätte ich nicht erwartet, weil das sind harte... Aber das habe ich bei den Golems letztens auch, beim Eisengolem. Das habe ich deutlich härter in Erinnerung. Andererseits, ich glaube, die haben ein bisschen was an den Schwierigkeitsgraden getweakt. Lasst uns doch ein bisschen auf was Böses einprügeln, ja? Die erweiterte Unsichtbarkeit, warum habe ich die nicht? Weil ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass ich da mit einem Unsichtbaren durchgegangen bin und hier irgendwas gemacht habe. Ja? Das finden wir aber bloß heraus, wenn ich was mache. Certainly. Und wenn wir jetzt mal rumgehen ist und schauen, was geschehen. Hier so gibt. Ja, genau. Ich habe die, glaube ich, aus dem Raum dann rausgelockt. Und dann kommt man an den vorbei. Aber, oh. Schön. Aber wie ihr sehen konntet, es geht auch ohne. Ja, ich habe diesen Topf irgendwo anders platziert. Aber das ging nur, weil einer unsichtbar genug... Eine Rüstung, die nicht identifiziert werden kann. Ja, holy moly. Warte mal, das sind Pfeile, oder? Ne, das sind Bolzen. Bolzen können dann... können verkauft werden. Ich bin dabei. Hier oder sowas habe ich sie dann platziert. Hier, glaube ich. Ja, genau. Hier drin. Und habe dann so lustige Sachen gemacht, wie sie einzusperren oder so. Okay. Wow. Hundeknochen. Liegen mehrere Töpfe. Okay. Hier haben die also gefuttert. Kurios. Ich hatte es anders in Erinnerung. Schön, aber dass ich nicht alles vorhersehen kann.
Das macht's auch für euch würziger, wenn ihr mehr Überraschungsmomente von mir seht. Aber irgendwie... Hier... Wir sind doch bald am Ende, oder? Mal zwischenspeichern. Das schadet nie. Wenn es denn sein muss. Oh, das sieht nach einem großen Raum aus. Nach einem epischen Bossfight oder sowas. Ich hol mir mal Unterstützung. Lasst mich in Frieden. Genau, einen schönen großen. Oh, ein kleiner. Kann es sein, dass ich schon deutlich häufiger große beschwöre? Kann ich mehrere von denen beschwören? Ja. Warum mache ich das nicht häufiger? Das war mir gar nicht so richtig. Ah doch, wollte schon gerade sagen. Greift gar nichts an. Ich dich erriechen, Nugrandung, nicht verstecken können vom Torgal. Ah, das ist doch, oder? Nö, das ist die richtige böse Antwort. Ich verstecke mich nicht vor Abschaum, wie ihr euch kommt und sterbt, wenn ihr euch traut. Ihr Grangtal, nicht mir sagen, was machen. Nur stärkerer sagen, Torgal, was machen. Wer ihr seid, zu befehlen, Feldschmetterrudel. Und wer wäre stärker als ihr, der sollte den Geschmack des Todes auch verspüren. Ihr drohen, aber wir trotzdem kämpfen, nicht sich sagen über Stärkeren. Ihr auch hätten neben allen sollen Gold von Stärkeren wie anderen kleinen Kopfwachen. Jetzt ihr Stärkeren. Schau mal, ein Trollanführer sogar. Sie hat zum Glück die höchste Rüstungsklasse. Sie kann tanken mittlerweile. Oh, mach sie weg. Mach sie weg. Rennen. Oh, was hast du da? Bist du vergiftet worden? Verlangsamt ist er. Oh, er ist verlangsamt. Wir hören ohne einen Anführer wahrscheinlich fliehen. Nein, 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 nichts fliehen. Und hier ebenfalls. Was jetzt noch bleibt, zurück. Blablabla. Festung wurde erobert. Letztes hier. Ich gebe dir, was jetzt noch bleibt, ist zurück zur Palisade zu kommen und von diesem Erfolg zu berichten. Ja. Okay, was tun wir hier? Daneben beim Nächstenschlag! Ha! I'll rip you up apart, you way-faced curse! Sehr nice. Ah, das war tatsächlich eine... hallo. Was ist denn das? Chaosphäre. Alle Feinde, der... müssen in jeder Runde einen Rettungswurf gegen zu... Alle Feinde? Das ist geil. Wer scheitert, wird von einem der folgenden zufälligen Verwandlungen in ein Eichhörnchen, Verwirrung, Selbstentzündung, Lähmung, Auflösung, Teilung von 20 Trefferpunkten, Teleportation, Bewusstlosigkeit, Hast. Okay, einfach mal Chaos. Das können wir mal später testen, glaube ich. Hört sich witzig an. Evan, lern's. Wir müssen Spells dann testen. Schwarzer Opal, der ist vermutlich nicht wirklich wertvoll, aber nehmen wir einfach mal mit. Okay, Torgal. Ja? Komm, der Rede wert. Oder wie auch immer der hieß. Hab's schon wieder vergessen. Es ist leider von Nalias Vater. War die Fürstin nicht seine Mutter? Ihre Mutter? Hebt sich über einen privaten Schrein. Darstellung der Ahnen, der an der sicheren Wand ein. Okay. Und jetzt plündern. Ah, verschlossen. Ja, nix hier verschlossen. I can do that. So sieht's. Ich hoffe, das bringt was. Ja, das sind Schätze. Her damit.
Der Schatz der Anise. Schwachsinn, oder? Schwachsinn, ja. Permanent bis eine Magie... Ist permanent, Führt dazu, der Verstand ist aber völlig verkümmert, bis er nicht mehr, nicht viel intelligenter ist als ein Maultier. Um den Anfang zu gehen, okay. Also, sozusagen ähnlich wie die Gedankenschinder. Ich glaube, die machen auch sowas wie Schwachsinn auf mich wirken. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich drum. Deine Mutter und dein Vater sind tot? Ups. Ah. Oh, mein voller Titan ist sogar noch da. Ich dachte, UNT fliehen. Ich will doch bloß mich ausruhen und dann... Oh, boy. Free XP. 6000 Erfahrungspunkte nochmal. So, wir schlafen nochmal in dieser epischen Krypta. Was soll ich tun? Nice, wir sind fertig mit dem oder wir haben halt die Herausforderung geschafft. Jetzt gehen wir zurück und berichten. Oh, und so ein Pech aber auch. Die Fürstin ist gestorben. Ja, das war ein Yuan-Ti bestimmt. Oder ein Troll. Diese bösen Wesen haben alles getötet. Ein paar Diener sind noch übrig. Nalia, mit denen ich hoffe, das bringt was. Aber sonst ist leider alles gestorben. Ich hätte es liebend gerne verhindert, aber hat nicht geklappt. Fürstin tot und so. Ganz schlecht. Ja, der Hauptmann ist auch noch da. Ah, der Troll ist wieder da. Okay. Ah, gehittet und verlangsamt. Zeitlupentroll. Und tot. Den nehmen wir auch noch mit. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet, aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Ah, das ist herrlich. Oh, wir kriegen jetzt bestimmt einen richtigen Boost an Erfahrungspunkten, oder? Weil wir haben jetzt einen Major-Auftrag geschafft. Ein komplettes Gebiet, sozusagen die Major-Quest an einem kompletten Gebiet geschafft. Da kriegt man immer einen richtig guten Boost normalerweise, so um die... Ja, mehrere 10.000 hier pro Charakter oder so. Ich kümmere mich drum. Zum Encampment... Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Oder willst du nicht rausgehen? Dann halt nicht. Haha, scheint, als ob genug für alle da ist. Hehe, ist schon geschehen. Vielleicht müsst ihr euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Hoho, das Schloss ist befreit. Ich kann Bescheid geben. Der Anführer... Warum auch immer da ein Troll... Anführer... Oh, was? Ich sagte doch, jetzt greift das an. Ich wusste doch, es ist das böse Evil Moose. Tja, Nalia, wir haben es geschafft. Oder Nadia? Nadia, Nalia? Oh, ich hab keine Ahnung. Ist mir auch Latte. Du hast keine Familie mehr, aber da ist ein Haus zurück. Ist das nicht toll? Na gut. Ihr habt es geschafft? Sind sie alle tot? Was ist mit meinem Vater? Geht es ihm gut? Daran bin ich nicht schuld. Der war wirklich tot. Leider nein, ich konnte ihn nicht retten. Tot, er ist... Oh ja, oh ja. Tut mir leid, ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Ihr wart sehr freundlich. Bitte lasst mich euch nach meinen Möglichkeiten bezahlen und dann... Oh nein, ach ich... Ach... Ich kann euch wohl nicht davon überzeugen, noch ein wenig hier zu bleiben. Ich brauche wirklich... Nein, das ist mein eigenes Problem. Ich muss damit fertig werden, so gut ich kann. Nun erzählt schon, was gibt's noch einen Nachfolgeauftrag? Es ist eine peinliche Situation, ich bin nicht sicher, ob ich schon bereit bin, damit fertig zu werden. Aber ich habe kaum eine andere Wahl, nun, da mein Vater nicht mehr ist. Wisst ihr, ich bin verlobt. Ja, einige sehr mächtige Geschäftsleute meines Vaters haben mich mit dieser veralteten Sitte gefesselt. Ich soll eine Ausgeburt von einem Mann namens Isia Rönal heiraten. Ich denke, Vater hat das immer bedauert, aber das ist die Art und Weise, auf die reiche Familien ihren Status in der Geschäftswelt erhalten. Er schien immer bereit zu sein, das unvermeidlich hinauszusuchen. Die denkt dann, gerade hier voll das Gemetzel und die denkt dann heiraten. Nun, da er nicht mehr ist. Ja, sehr traurig. Und was wird von mir verlangt? Die Ronalds, insbesondere Isia, üben schon länger Druck auf mich aus. Sie wussten, dass ich die einzige direkte Erbin der Güter meines Vaters bin
Und traditionellerweise geht der Titel des Fürsten an den männlichen Erben über. Ich fürchte, dass ihr die Kontrolle über die Burg an sich reißen und unsere Reichtümer missbrauchen wird. Ich habe hart gearbeitet, um eine faire Beziehung zu meinen sogenannten Untertanen aufzubauen. Und ich weiß, dass diese Beziehung nicht andauern wird, wenn die Ronalds an der Macht sind. Sie sind genau jene Art von Adel, die ich verachte. Snobbistisch, hochnäsig und verdammt arrogant. Ja, mit denen mag ich mich auch nicht abzugeben. Aber was kann ich tun? Ich muss einen Weg finden, um die Verlobung zu lösen. Und ich muss es schnell tun. Ich respektiere die alten Traditionen. Ich glaube, ich kenne einen Weg, eine solche Tradition unser beide Vorteile einzusetzen. Ich könnte diesen Mann töten. Das würde euer Problem sehr schnell lösen. Nein, nein, ich glaube nicht, dass er boshaft genug für so etwas ist. Nein, er ist nur moralisch zweifelhaft, aber nicht kriminell. Jedenfalls, soweit ich weiß. Tatsächlich war ich daran interessiert, mit euch zu kommen. Mein Vater hat immer gesagt, dass Besitztümer flüchtig sind, dass Glück wichtiger ist. Mögen die Ronalds kommen. Wenn ihr eine Art Krieger wäret, ja, da. Da haben wir's. Als Krieger hätte ich jetzt eine Folgequest da. Dann könnte ich Zweckheirat oder was, oder könnte halt den Laden übernehmen und dann. Sondern durch als Herrscher über diese Burg einsetzen können. Ach ja, spielt keine Rolle. Wollt ihr mich in eurer Gruppe haben? Wollt ihr nicht um euer Zuhause kämpfen? Gibt es nichts, das ich tun kann? Feindseligkeiten würden nur Soldaten auf den Plan rufen. Sie sind keine Kriminellen, sondern nur moralisch fragwürdig. Wenn ihr mehr eine Art Kämpfer wärt, könnt ihr als Aushängeschild für die Verstärkung meiner Unabhängigkeit dienen. Aber ihr seid es nicht. Nein, ich sollte diesen Ort verlassen. Ich würde gerne Unterschlupf in eure Abenteuergruppe suchen, wenn ihr es erlaubt. Ich renne drauf unter die Bedürftigen. Ach, das Leben hier drin war so behütet. Jojo, komm einfach mal mit. Nun gut, ich werde euch begleiten. Es wird traurig sein zu sehen, wie dieser alte Ort in schlechte Hände fällt. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich werde die Ronalds nicht bei ihren snobbistischen Geschäften unterstützen. Ich will sie gar nicht mitnehmen, deswegen. Und wieder entfernen. Aber dann geht sie vielleicht zur Kupferkrone. Sollen wir weitermachen, oder ist unsere Reise damit beendet? Reise ist beenden. Trefft uns in der Kupferkrone, genau. Das wollte ich bloß damit erreichen. Gut. Und ein Level up. Warum kriegen die immer bloß 3 Trefferpunkte? Das ist so wenig. Einen weiteren Zauber. Du triffst jetzt besser, hast 3 Leben mehr und hast einen weiteren Zauber. Naja. Einen weiteren Zauber. Du hast Furchtbannen. Verderben ist eigentlich auch nicht schlecht. Das macht irgendwie Malus auf die Würfe. Furchtbannen, böses Entdecken. Dann sieht er sich bloß selbst leuchten. Oh, machen wir auch bei dir noch einen Segen. Du könntest zwar auch leichte Wunden heilen und sowas, aber... Ich warte. Ja. Ich bin dabei. Dann können wir die bei den anderen mehr Slots für Heilung nutzen. Gut. Wir haben das hier abgeschlossen. Wir haben das abgeschlossen und haben sehr gut verdient. Also wir können jetzt das ganze Stuff... Ich muss jetzt das ganze Stuff loswerden. Und natürlich muss ich auch das machen. Die Frage ist, wie lange reisen wir? Ich möchte jetzt nicht in der Nacht... 8 Stunden, das passt. Dann gehen wir zu Vaukins Promenade. Wenn es denn sein muss. Verratet mir, gab es hier einen Menschen, der euch besonders nahe Herz gestohlen hat? Wo sind wir da? Wartet. Gut. Thief of your heart. Das ist das. Keine Ahnung. Nein, bisher eigentlich nicht. Keine besonderen Wesen, das auf die Rückkehr ihres Helden wartete. Die Idee ist gar nicht so abwegig. Ich träume schon davon, mich eines Tages in Ruhestand zu begeben und ein Zuhause zu haben, das sich nicht jeden Tag verändert. Vielleicht gibt es ja so eine Frau. Es könnte sein, dass sich die Antwort auf eure Frage gerade in diesen Minuten ergibt. Meint ihr? Nun, dann brenne ich darauf zu erfahren, welche Antwort sich endgültig auf diese Frage ergeben wird. Ich hoffe, es zahlt sich für mich aus, darauf zu warten. Sie wird euch sicherlich nicht enttäuschen. Ich bin sie in meinem Kopf schon mehrere Male durchgegangen. Euer Herz ist von Lust erfüllt und schlägt mit begehrlichem und stolzem Verlangen.
Aber wird es mir oder einer anderen gehören? Und was würdet ihr sagen, wenn ich euch verraten würde, dass mein Herz einer anderen gehört? Ich würde sagen, ihr seid ein Lügner. Wenn es jedoch wahr ist, würde ich die Frau herausfordern, wenn der, von der ihr sprecht. Wir Drow sind ein selbstsüchtiger, habgieriger Haufen. Aber das sollten wir ein anderes Mal besprechen. Okay, das war wieder ein Stück von der Romanze. Cool. Aber das habe ich befürchtet, dass es kommt. Deswegen, ich war nicht vorbereitet. Ich hatte nicht mein Cheat-Sheet. Ich weiß nämlich nicht die richtigen Antworten. Weil wenn, dann will ich schon die perfekte Romanze mit ihr machen. Ich war noch nie so weit. Das wird eine ganz nette Geschichte. Schade, dass es immer so Stückchen... einerseits schön, einerseits schade, dass es immer so stückchenartig läuft. Also jetzt haben wir erstmal wieder hier 2 Tage Ruhe oder sowas. Also 2 Ingame-Tage oder so, bis da es etwas weitergeht. So, jetzt erstmal identifizieren. Wir haben hier nämlich 2, 3 geile Stuff. Hier, die 2. Identifizieren. Okay. Was haben wir da Feines gekriegt? Der Kniescheibenzertrümmerer plus 1. Der Kniescheibenzertrümmerer oder auch nur der Zertrümmerer, wie er von den Zwergen gerne liebevoll genannt wird, soll angeblich von Clan Gedin selbst geschmiedet worden sein. Er übergab ihn an einen kleinen Clan heimatloser Zwerge und erteilte ihnen den Auftrag, sich eine neue Heimat in einem von Ogern und Riesen verseuchten Gebiet zu erobern. Seit jenen Tagen wurde der Hammer von Zwergenheld zu Zwergenheld weitergereicht. Zwischenzeitlich war er auch mal im Besitz eines nicht-zwergischen Kämpfers, scheinbar. Oh, gegen Riesen. Gegen Riesen ist es eine Plus-4-Waffe. Kniescheibenzertrümmerer. Okay. Und orkische Lederrüstung. Schloss aus dem Orkland, das von Barbaren zerstört wurde. Statt Metallnieten wurden bei diesem beschlagenen Ledermanns hunderte gehärtete Knochenstücke verwendet. Mächtige orkische Medizin, zusätzlichen Schutz gegen Fiddle. Charisma minus 1, ja, das ist ja irrelevant. Minus ist ja eigentlich immer gut. Die könnte besser sein als das, was ich gerade trage. Die ist besser als was ich gerade trage. Geil. Jo, das I like very much. Schön, haben wir eine Situationswaffe bekommen. Wobei ich die wahrscheinlich nie einsetzen werde. Wir haben eine bessere Rüstung noch bekommen. Geil. Ich hoffe, das bringt was. Richtig nice. Und jetzt kriegen wir hoffentlich viel Geld. So, Dragomirs Ruhe müssen wir öffnen und wir müssen die ganzen Tränke rausnehmen. Weil die nehmen Platz weg. Unnötig Platz weg. Das muss auch weg. Kurzschwert kann weg, das kann weg. Schwere Wunden heilen weg. Viel weg. Genau, 5 Stück weg. Wir brauchen den Platz. Weg. Edelsteinbeutel, gab's die nicht auch? Die gab's doch bestimmt auch. Weg, Konda, sagt mir nichts, weg. Hier wird alles verkauft. Ich mache wieder Platz, dann kann ich wieder darin lagern. Eine extra Streichgeheiltrank, der ist gut. Die Klaue des Schwarzen, das war das. Der Jadezahn ist eine gute Sache. Behalte ich mal, falls ich sie wirklich auf... Ich könnte sie eigentlich jetzt schon auf 2 Waffenkampf machen. Meine Diebin? Das einzig Gefährliche bei ihr ist halt, 56 Leben ist nicht viel. Es ist wahrlich nicht viel. Ach Gott, ich habe noch einen beschlagenen Lederwanz drin. Oh, wobei die Pfeile nicht. Die Pfeile, warum sind die Pfeile da drin? Behälter. Nein! Ich habe gehofft, wenn ich den Behälter schließe, dann... Ach, dann nochmal von vorne. Das. Die Heilungselixiere, weil sie ja Gegengifte sind. Behalten wir, das kann weg. Weg. Das alles weg. Gut, Geld. Ja, Geld haben wir jetzt auf jeden Fall. Ach so, Moment. Ich wollte ja eigentlich meinen Ruf wieder steigern. Dazu müsste ich Geld erstmal opfern. Das Problem ist, ich muss mein
Ich muss wirklich mal meinen Ruf wieder steigern, weil sonst ist die Gefahr, dass mein Ruf so weit runtergeht, dass mich Attentäter angreifen. Wobei, mittlerweile werden wir halt immer stärker. Sollen sie, in dem Sinne meine ich, sollen sie da ruhig kommen? Ah, das habe ich auch nicht gedrückt. Verkaufen. Oh, shit. Da hat man noch mehr. Das Blöde ist, wenn man... Na gut. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Alles verkaufen. Kaufen, kaufen, verkaufen. Da kommt das Money in the Bank. So, verkaufen, verkaufen. Sternensaphir. Ne, den behalten wir mal. Den hebe ich mal auf, falls wir mal mehr davon haben. Dafür habe ich eine Falle ausgelöst. Useless. Ketten des Todes, gutes Geld, Bogen des Elfenhofs, das ist gar nicht mehr so wertvoll. Wichtig ist immer bei einem Händler, also das ist meine Meinung, bei einem Händler alles verkaufen. Falls man mal irgendwie was falsch verkauft, dann kann man dem, bei dem es wieder zurückkaufen. Schaut her, und jetzt haben wir schon wieder so viel... Ja, stimmt, ich habe hier den Edelsteinbeutel. Die Beutel und so, das sollte ich mir ins Haupt... sollte ich in mein Inventar tun. Mal wer ist Safe-Schlüssel? Den haben wir noch? Was mache ich damit? Den Safe-Schlüssel nehme ich mal hier rüber. Du trägst die... Ja, das können wir auf den Boden legen, das brauchen wir. Das Rüstungsschlüssel... Da müssen wir mal fast alles in der Festung machen. Brauchen wir auch nochmal. Unmöglich... Vielleicht, war da vielleicht noch ein Safe, den wir nicht geknackt haben oder so? So, den Beutel nimmst du, den Beutel hast du, die Schriftschollen-Schatulle bleibt trotzdem lieber bei dir. Bei dir ist sie nämlich gut aufgehoben, weil du schaust ja mal erst an und dann passt es schon. So, da ist auch alles in Ordnung, hier ist auch alles ordentlich. Der Schlüssel, da müsste ich echt nochmal nachschauen, das kann ich irgendwann anders machen. Gut. Wir sind wieder ready für neue Schandtaten, ready für eine neue Quest. Wir haben eine sehr gute Questreihe abgeschlossen und sind bereit für neue Schandtaten. 60.000 ist... Du bist... Oder 600.000 meine ich natürlich. 500.000, du bist weit hinter allen anderen zurück von den Erfahrungspunkten. Aber vom Level her, Diebe steigen schneller auf. Na gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie wir hier... auf böse Art und Weise immer böser wurden. Leider sind wir jetzt im Ruf sehr unbeliebt. Schauen wir mal. Was wir als nächstes machen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.